Du bist dir aber irgendwie unsicher. Was? Nein, ich bin mir unsicher. Nee, und nicht unsicher. Hast du mich deswegen versetzt? Was? Hm? Was? Ob du mich deswegen am Flughafen versetzt hast? Was? Nein, ich hab dich angerufen, weil ich wollte, dass du mich abholst. Ja, du hast mich aber eben nicht angerufen. Lass jetzt bitte mit diesem scheiß Handy aufhören. Ich komme nach 6 Monaten aus Afrika zurück. Nach 6 Monaten harter Arbeit. Und du empfängst mich so. Ja, wie? Ja, keine Ahnung wie. Entschuldige, das ist Leo. Ja, ich frühstücke gar nicht mehr. Also, nur noch eine Tasse Kaffee und dann esse ich jetzt mittags was. So einen kleinen Toast mit Rührei oder eine Putenwiener. Ich esse überhaupt kein Fleisch mehr. Ich esse nur noch Gemüse und Obst. Naja, das ist auch eine sehr gute Sache. Am Tisch sitzen haben möchtest und so das typisch deutsche Frühstück. Wie sieht das denn in deiner Reportage aus? Es ist einfach ein Zuckerüberfluss auf diesen Tischen zu finden, der einfach Wahnsinn ist. Halt alles, was das Süßigkeitenherz begehrt, würdest du jetzt sagen. Genau. Und Mirja, wie machst du das, wenn du in die Familien gehst? Wie überzeugst du die Familien davon, dass ein Nutella-Toast vielleicht nicht ganz so sinnvoll ist wie ein gesundes Frühstück?